Hört auf! Nachschmiegen! Nein, ich bin kein typischer YouTuber. Freunde, es ist soweit. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu Hübi Cooks 2 Nieces Let's Cook, ne? Es ist einfach schon mal über ein Jahr her, dass ich hier in meiner Küche stand und gebacken habe. Und es ist Weihnachten. Und was eignet sich mehr an Weihnachten als Plätzchen zu backen? Und genau das werde ich heute mit euch tun. Ich backe eine Plätzchensorte, die ich in meinem Leben noch nie gebacken habe. Also meine Familie hat die noch nie gemacht. Ich habe mir einfach ein Rezept aus dem Internet geholt. Und zwar Schokocrossis. Ich dachte mir, die sind nicht so, die dürfen nicht so schwer sein. Man macht irgendwie nur so eine Schokoladen-Cornflakes-Pampe und da hat man Plätzchen. Es ist trotzdem einiges dabei, was man tun muss. Und lacht mich bitte nicht aus, ich habe kein Stativ. Das heißt, die Kamera, die ich gerade reinspreche, die steht auf einem Amazon-Karton und auf dem Amazon-Karton die Dreams-Box von Shindy. Und darauf steht meine Kamera. Ich werde euch jetzt aber trotzdem zeigen, was ich heute alles mit euch vorhab. Deswegen snacke ich mir das mal eben kurz. Also, Freunde. Ich werde diese Kuvertüre hacken, anschließend Butter, Mandeln und Vanillezucker in der Pfanne karamellisieren. Ich habe extra so eine alte, abgeranzte genommen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich die verunstalten werde. Die Schokolade muss ich im Wasserbad schmelzen. Dann kommt diese ganze Mandel-Karamell-Suppe hier rein mit der Schokolade und dann habe ich hoffentlich Schokocrossi-Pampe. Jo, jetzt halte ich sogar die große Kamera. Ich werde teilweise auch mal die Kamera switchen, weil ich habe halt nicht so wie beim letzten Mal einfach einen freshen Kameramann am Start, sondern ich bin darauf angewiesen, alles, was ich jetzt mache, selber zu filmen. Und ja, ich hoffe, ich werde das gut hinbekommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Und jetzt weiß ich nur nicht, wie ich am besten die Kameraperspektive switche, also wir werden uns gleich wiedersehen. So, jetzt haben wir die Kamera geswitcht und ich fange einfach mal, wir müssen ja das Ganze in 3 Durchgängen machen. Ich fange jetzt einfach mal damit an mit der weißen Schokolade. Also weiße Schokolade, Kuvertüre. Übrigens nichts, was ich hier zeige, ist in irgendeiner Form Product Placement. Ich habe es einfach alles gekauft und ich habe nicht auf die Marke geachtet, ich wurde nicht bezahlt. So, und das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen klein bekommen, dass wir es schmelzen können. Und ich habe mir dafür ein kleines Messer geholt. Und ich dachte mir, irgendwann, wenn ich dann ausraste, nehme ich dieses krasse, keine Ahnung, was ist denn das für ein Messer? Ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Hier steht jetzt übrigens die Kamera, ich weiß, das ist jetzt übel professional. gut, also, wir müssen die jetzt hacken und, holy shit, das ist ganz schön schwierig. Vielleicht muss ich da, ach du Kacke, vielleicht muss ich da einfach so ein bisschen, einfach ein bisschen aus. Jetzt testen wir mal, wie es mit diesem krassen Messer ist. Oh, Friends, das ist, glaube ich, genau das Werkzeug, was ich brauche. Das macht einfach so mäßig Spaß. Ob es am Ende schmecken wird, ich weiß es nicht. Aber bei Schokocrossis kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich finde es auch gut, dass hier bei uns in der Küche gerade der Ofen an ist und ich in meinem dicken Pulli, den ich heute in der Arbeit anhatte, auch gar nicht in Schwitzen komme. So, aber wir haben jetzt hier gerade 200 Gramm weiße Schokolade gehackt. Ich weiß, hier manche sind ein bisschen dicker und manche dünner. Aber jetzt kommt dann, ach komm, das hacken wir hier noch so mit dem kleinen Messer, das ist kein Ding. Viel Interessantes ist aber das Ganze zu schmelzen. Dafür nehmen wir uns, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich switch hier mal rüber, wir nehmen uns heißes Wasser. Füllen das in diesen Topf rein. Das Wasser darf nicht an die Schokolade rankommen, weil ansonsten, sobald Wasser an geschmolzener Schokolade ist, habe ich gelernt, kann man die nicht mehr verwenden. Dann ist die irgendwie so, was ist denn das hier oben für ein Licht überhaupt? So, jetzt sieht man nicht besser. Dann verhunzt die einfach voll. Deswegen werde ich jetzt diese Schüssel hier reintun, einfach da reinstellen in das heiße Wasser. Das ist sozusagen die Schüssel von dem heißen Wasser erhitzt wird. Und dann gebe ich einfach, ach uiuiui, das kriege ich doch safe nie alles unfallfrei da rein. Da liegt schon das erste Stück im Wasser. Dachte ich es mir doch. Oh scheiße. Aber wir packen das. Ich weiß, es ist einfach über ein Jahr her, seit wir gekocht haben. Aber ich bin seitdem einfach so viel besser geworden. Hust, hust. Ich hoffe, 200 Gramm Schokolade passen die überhaupt rein. Wir müssen die Prozedur ja insgesamt 3-mal machen. Also, falls wir es beim ersten Mal verkacken sollten, aus welchen Gründen auch immer, haben wir noch 2 weitere Chancen. So, das haue ich jetzt einfach mal auf den Tisch drauf.
Scheiße, das ist ja noch richtig viel. Okay, Moment. Ich hack das hier jetzt einfach mit dem Brett zusammen. Alter, ich bin der King des Improvisierens. So, jetzt haben wir hier Schokolade drin. Aussehen tut das Ganze so. Und ich hole mir jetzt mal eben noch einen Kochlöffel, um das Ganze hier einfach ein bisschen umzuhören. Übrigens, da seht ihr, das ist die Schokolade, die ins Wasser gedroppt ist. Also der Herd ist an. So, und oh, das schmilzt schon. Das schmilzt ja schon. Okay, also das schmilzt jetzt vor sich hin. Das soll es ja auch. So, jetzt kommt der interessante Teil. Der Teil, wo ich einfach Angst habe, alles zu verkacken. Da muss ich jetzt nochmal eben in mein Handy gucken. Jetzt dieses ganze Karamellisieren-Zeug. Das werden wir jetzt mal eben abchecken. Also ich habe mein Rezept von chefkoch.de. Sollte der Scheiß nicht schmecken, wissen wir, an wem es lag. So, Cornflakes mit der Hand zerkleinern. Das kriege ich hin. So, das ist jetzt noch so eine ältere Cornflakes-Packung. Oh, fuck, da brauche ich aber eine zweite Schüssel. Oh, eine zweite Schüssel! Da ist sie. Oh, ich hab die Hälfte ein bisschen zu heiß gemacht. Muss man da umrühren? Ich lasse es jetzt einfach mal. Gut, ich weiß, hier sind knapp 140 Gramm drin. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen mehr reinziehen. Einfach Pi mal Daumen. So. Ich sage jetzt einfach, das sind 60 Gramm. So, das müssen wir jetzt zerkleinern. Ich hack da jetzt einfach ein bisschen rein. So, ne, wir stochen einfach mal ein bisschen rum. Oh, scheiße, das funktioniert nie. Da muss man einfach ein bisschen Handarbeit walten lassen. Aua, das tut weh. Yes! Ich weiß, ich habe Hände gewaschen übrigens. Ich habe Hände gewaschen, also das Ganze ist auch hygienisch. Oh, schaut mal, das ist irgendwie eklig. Aber wie gesagt, ich habe Hände gewaschen, also man kann die noch essen. Mir fällt jetzt aktuell keine bessere Methode ein, I'm sorry. So, ein paar größere Stückchen können ja ruhig noch drin sein. Das ist ja kein Problem. Jetzt habe ich noch das ganze Cornflakes-Zeug da dran. Was eskalierst du denn so? Oh fuck, vielleicht sollte ich auch nicht mit Holz in heißer Schokolade rumrühren. So, oh geil. Oh. Okay, das sieht schon hart sexy aus. Das ist schon geil. Das lasse ich jetzt einfach mal da drin. Jetzt hör auf zu blubbeln. Ich habe dich schon runtergeschaltet, du blöder Herd. Jetzt kommt der interessante Teil. Also, Cornflakes mit der Hand zerkleinern. Ach, mit der Hand, da stand es ja sogar. Die Blockschokolade im Wasserbad schmelzen, die Butter in einer Pfanne hetzen. So, wir brauchen pro Schokolade 10 Gramm Butter. Ich weiß, das Ganze ist ein 250 Gramm Block. Deswegen werde ich jetzt einfach mal so Pi mal Daumen, weil ich brauche ein 25stel. Ach scheiß drauf, ich nehme einfach ein bisschen was. Das war safe kein 25stel. Alter, es ist safe niemals ein 25stel. Ich schneide noch was weg. So. Einfach ab in die Pfanne damit und erhitzen. Gut. Zur Butter, die wir jetzt hier in die Pfanne gepackt haben, muss dazu Mandeln und Vanillezucker. Ich brauche 60 Gramm Mandeln gehackt, eine Packung Vanillezucker, was da noch mit rein muss. Okay, wir haben hier 100 Gramm. 100 Gramm, das heißt... Ich werde auch mal so Pi mal Daumen abschätzen. Oh Gott. Ich koche einfach wirklich so nach Lust und Laune, ne? Das macht nichts. Es muss aber erstmal die Pfanne heiß werden. Währenddessen können wir hier weiter unsere Schokolade umrühren. Oh, die sieht schon hart sexy aus. Oh, ich glaube, die werden echt lecker. Ich kann es gar nicht erwarten. Hoffentlich werden die gut. Vor allem finde ich halt geil, dass wir drei verschiedene Geschmackssorten haben. Wir haben ja noch Zartbitter und Vollmilch. Wollte ich ja nur mal so eben erwähnt haben. In die Pfanne geben wir Mandeln und den Vanillezucker. Dann geben wir die Moment mal, muss es in die Pfanne? Wir packen jetzt hier die Mandeln, die Butter und den Vanillezucker rein. Die Pampe tun wir dann in die Schüssel, packen da dann Cornflakes obendrauf und dann schütten wir die Schokolade rein. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. So, wir machen uns die Mandeln auf. Wir müssen die Mandeln karamellisieren. So wurde das Ganze genannt. So, da sind 100 Gramm drin.
Na, so, das war eine safe 60 Gramm, genau 60 Gramm. Ich hab das abgemessen. Und jetzt gibt es dann noch den Vanillezucker oben drauf. Boah, das wird bestimmt richtig lecker. Das wird bestimmt richtig, richtig lecker. So, ich tue jetzt einfach mal den Vanillezucker hier oben drauf. Einfach mal so ein Päckchen, ne? Und das Ganze muss es karamellisieren. In dem Rezept steht, Achtung beim Karamellisieren, das kann sehr schnell gehen. Deshalb werde ich hier natürlich Acht geben, dass das Ganze gut funktionieren wird. Wie gesagt, nicht wundern, dass die Pfanne wackelt, die ist echt schon uralt. So, also jetzt muss ich einfach hier in der Pfanne anbraten. Meine Schokolade geht es auch schon gut. So, die müssen jetzt einfach anbrutzeln. Ne? Also, denke ich. Oh, das sieht gut aus. Oh, Herd aus. Sind die jetzt karamellisiert? Ich glaube schon, das sieht gut aus, oder? Sieht doch gar nicht schlecht aus. So, da kommen jetzt die Cornflakes rein. So, das Ganze muss jetzt vermengt werden mit einer Hand. Kriege ich das hin? Ja, doch, das kriege ich hin. Mit einer Hand, das geht schon. So, das ist jetzt die nice Masse. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Schokolade. Ich habe keine Ahnung, Freunde. So, jetzt kommt dann der Moment der Sexiness. Oh, scheiße, die Schale ist doch bestimmt übel heiß. Oh, da kann ich mir jetzt safe die Hände verbrennen. Oh je. Oh, geil. Mal. Oh mein Gott, die sehen, oh Gott, die werden lecker. Jesus Christ, ich glaube, die werden richtig gut. Ich habe vielleicht ein bisschen wenig Schokolade, kann jetzt aber vielleicht auch nur so wirken. Fokussierst du? Ja, jetzt, so sieht die aus. Laut Rezept auf ein Stück Backpapier geben und danach kalt stellen. Okay, dann brauche ich jetzt Backpapier und diese Pfanne steht immer noch auf dem heißen Herd, wo immer noch der Zucker karamellisiert. Jo, wahrscheinlich. So, jetzt kommt der Moment, der jetzt ein bisschen Zeit frisst, glaube ich. Ich nehme jetzt einfach immer so einen Teelöffel. So. Und pack den da jetzt einfach drauf. Und die werden dann hoffentlich fest. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Schokolade. Ich habe zu viel Cornflakes und Mandeln. Kochvideo mit dem Kochlöffel gemacht, weißt du es noch? Oh, der Moment ist gekommen. Sie sind alle fest geworden. Ich habe sie vorhin im Keller schon unten gezeigt. Und jetzt legen wir sie alle behutsam in die Kiste, wo sie dann später von meiner Familie geplündert werden kann. So, jetzt seht ihr es. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu ordnen, dass man alle drei Geschmacksrichtungen gleich rankommt. Dass die noch ein bisschen brauchen. Also die müssen schon fest sein. Und dann natürlich ganz wichtig, angenommen, da werden jetzt alle drin,
Dann packen wir den Deckel drauf und dann irgendwann im kühlen Ort lagern. Kühlschrank ist am besten, wenn ihr nicht so viel Platz im Kühlschrank habt, im Hausgang, im Keller. Könnt ihr auch verbuddeln, da ist auch kalt. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich dann in 1,5 Jahren mal wieder ein Kochvideo mache.